Vor kurzem hat Apple die neue iPhone-Generation vorgestellt, darunter das iPhone XS und das iPhone XR. Seit Jahren ist das iPhone das begehrteste Smartphone der Welt, mit Leuten, die bereit sind, sich von viel hart verdientem Geld zu trennen, um Teil des Apple-Ökosystems zu werden. Es gibt jedoch einige Leute, die Dinge tun, die weit über das hinausgehen, was als normales Verhalten angesehen werden kann. Seht hier die 7 verrücktesten Dinge, die Leute gemacht haben, um ein neues iPhone zu bekommen. Los geht's! Alexander Turin änderte seinen Namen in iPhone SIM, das übersetzt 7 bedeutet, um ein neues iPhone 7 zu erhalten, als Teil des Angebots eines Elektronikgeschäfts. Die Namensänderung kostete ihn lediglich $2, während das damals neueste Apple-Smartphone $850 kostete. Und er will den Namen sogar behalten, zumindest bis er Kinder hat. Ein Paar in den USA reiste von den USA nach Australien, um sicherzugehen, dass sie die ersten Menschen auf der Welt sind, die das neue iPhone 6 in die Hände bekommen. Das Paar bestellte das Smartphone in den USA und wählte Sydney, Australien, das 12.000 Kilometer entfernt liegt, als Abholziel. Ein anderer Mann, diesmal aus Thailand, flog von seinem Heimatland nach Australien und saß 18 Stunden im Regen, nur um sicherzugehen, dass er das iPhone 7 Plus Modell bekommt, das er bevorzugt. Ein saudischer Mann wurde 2014 gebeten, ein iPhone 6 als Mitgift zu geben, um das Mädchen, das er vorgeschlagen hatte, zu heiraten. Und das iPhone war nicht einmal für die Braut gedacht. Die bizarre Bitte kam vom Bruder des Mädchens, der wollte, dass der Bräutigam ihm das damals neue iPhone 6 gibt, sobald das Modell in den Vereinigten Arabischen Emiraten zum Verkauf steht. Der Verkauf von Nieren für ein iPhone ist ein üblicher Scherz. Aber ein Jugendlicher setzte genau das in die Tat um. Im Jahr 2012 verkaufte ein 17-jähriger chinesischer Junge seine Niere offenbar für 22.000 Yuan und nutzte das Geld, um sich ein iPhone und ein iPad zu kaufen. Und die Leute, die ihn in diese Falle locken, machten 200.000 Yuan. Im Jahr 2016 versuchten auch 2 chinesische Männer ihre Nieren zu verkaufen und kauften mit dem Geld ein iPhone 6S, das zu der Zeit noch nicht auf dem Markt gewesen ist. Der illegale Vertreter, dem sie ihre Nieren verkaufen wollten, kam jedoch nicht und einer der beiden Spender änderte seine Meinung. Er rief schließlich die Polizei an, um sie über den Deal zu informieren. Aber sein Freund rannte davon. Ein Ehepaar in China verkaufte Berichten zufolge seine kleine Tochter für eine Summe von 50.000 Yuan, umgerechnet etwa 6.200 Euro, und kaufte eine Reihe von Luxusartikeln, einschließlich iPhones. Das Duo, das bereits 2 Kinder hatte, hatte anonym in Zeitungen Anzeigen veröffentlicht, dass sie bereit waren, ihr noch ungeborenes Kind für den besagten Betrag aufzugeben. Als das Paar festgenommen wurde, sagte es, dass sie sich von ihrer Tochter getrennt hätten, um ihre Zukunft mit einer Familie zu sichern, dass ihr eine Ausbildung bieten kann. Eine Behauptung, die die Behörden nicht glaubten. Ein Mann versuchte verzweifelt Geld zu sammeln, um das iPhone 6 im Jahr 2014 zu kaufen und bot dafür an, seine Freundin mit anderen zu teilen. Der Student an der chinesischen Universität Songyang stellte ein Plakat mit der Option für andere auf, seine Freundin Stunden, Tage oder Monate lang zu mieten. Als Teil der Abmachung wären keine Liebesspielchen mit dem Mädchen erlaubt und die potenziellen Verehrer dürfen nur mit ihr essen und lernen. Ein deutscher Schuljunge, der sein iPhone in einen See fallen ließ, versuchte den See trocken zu legen, um sein iPhone wiederzuholen. Sein erster Versuch, das verlorene iPhone zurückzubekommen, war ziemlich vernünftig, als er den örtlichen Fischerverein fragte, ob er einen Taucheranzug anziehen und selbst danach suchen könne. Als er von den Behörden zurückgewiesen wurde, kehrte er später in dieser Nacht mit einer Pumpe und 2 Schläuchen zurück und versuchte, den See selbst zu entwässern. Das Wasser aus dem See überflutete einen Parkplatz in der Nähe, woraufhin der Gutsverwalter die Polizei rief. Der Junge war trotz allem nicht reumütig und sagte, es hat fast funktioniert. Ich frage mich gerade, was ihr für ein niegelnagelneues iPhone tun würdet. Würdet ihr eure Niere verkaufen oder eure Freundin für ein iPhone vermieten? Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Hat euch das Video gefallen, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und falls du noch nicht abonniert hast, klicke auf Abonnieren und aktiviere die Glocke für mehr Videos.